Und damit herzlich willkommen zurück zu Undertale. Ein bisschen laut. Und die Musik vom Startbildschirm hört sich anders an. Und man sieht Toriel auf einmal dort unten. Und wir waren... Ja, stimmt. Wir waren ja im Maisgebiet und... Ja, Sans und Papyrus haben wir ja schon kennengelernt. Warnung, Hundehochzeit. Okay. Oh, stimmt. Ich wollte so dringend speichern. Das war... Hallo? Was war das? Kleiner Hund erscheint. Tat. Kleiner Hund. Ich glaube, man soll ihn streicheln. Niederhund, Attacke 12. Niederer? Scheint er irgendwo kleiner Hund? Defensive 2. Hält ein Steindolch aus Spitzgranit. Hechel. Nein. Aua! Scheiße. Ich wollte eigentlich nur unten, ich wollte nach oben. Ja, kleiner Hund legt den Kopf zur Seite. Ich glaube, der wird definitiv gestreichelt werden. Also nehmen wir streicheln oder... Ja, das, okay. Du erhebst deine Hand und der kleine Hund ist begeistert. Sanftes Bellen. Nicht bewegen, oh Gott, da hätte ich mich bewegen. Oh Gott, ja. Kleft aufgeregt. Okay, er ist schon. Tschüss. Null Gold. Okay, irgendwas oben rechts. Wahrscheinlich ist es irgendwo unter dem Stein oder so. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick. Oh, okay. Alles klar. Warum nicht? Ach, das zeigt die... Ah, das ist die... okay. Hallo? Was ist das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Hundepark greift an. Oh. Dogami und Dokaresa. Okay. Analyse. Attacke 14, Defensive 5. Ehemann von Dokaresa. Erkennt nur, was er riecht. Fass nicht mein Hotdog an. Er meint mich. Oh Gott. Gott, wie soll man die Maus weichen? Monsterbonbon. Hallo. Treten wir Menschenschwänze. Haben Menschenschwänze? Nicht bewegen? Ja. Verdammt. Gott, Hunde nutzen ihre Äxte, um sich gegenseitig zu schützen. Erstmal schnuppern lassen. Immer schnuppern lassen. Die Hunde stöffeln erneut an dir. Aber du riechst genauso seltsam wie zuvor. Okay. Was ist das für ein Geruch? Riecht mysteriös. Nicht bewegen, okay. Gott, ey. Hundebrumm für den nächsten Paarwettbewerb. Streicheln. Die Hunde achten so sehr auf deinen Geruch. Pfoten weg, du muffiger Mensch. Das ist nicht dein Ehemann, ja. Gott. Da. Wie soll man da ausweichen? Die Hunde beurteilen den Geruch neu. Erstmal. Monsterbonbon. Nummer 2, Schnüffelmeister 98. Aber nur zweiter Platz. Alles klar. Ich weiß nicht, warum ich die flüstere, aber. Mann! Ich bin doof. Die Hunde brummen. Ja, gut. Hier. Zeichnung einer Umarmung. Halbhilfe. Was? Was ist eine Zeichnung? Treten wir Menschen schwer. Okay, kennen wir schon. Nein. So, dann. So. Gott, ich hasse das Kampfsystem. So, herumrollen. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Okay. So. Nein, ich wollte mich genau in diesem Blick nicht mehr bewegen. Hunde möchten erneut an dir schnüffeln. Okay, schnuppern. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Was? Riecht nach. Bist du einfach ein kleiner Welpe? Oh Gott, hier, Zacke. Ah, okay. Oh Gott, ist das. Die Hunde denken, du wärst ein verlorener gegangener Welpe. So, jetzt. Streicheln. Du streichelst Dogami. Wow, und das von einem Welpen. Ja,
Hey, vergiss mich nicht. Okay, jetzt muss ich sie streicheln als nächstes. So. Und so. Ah, okay. Die Hunde denken, du wärst ein verlorener... Ja, okay. Und jetzt Dockeressa streicheln. Da. Du schreist jetzt Dockeressa. Was ist mit mir? Ein Hund, der Hunde streichelt. Wow. Ja, wow. Ich glaube, oh Gott. Ja, ich wollte nicht nach oben, Mann. Tastatur. Quatsch, nicht Tastatur. Die Gedanken der Hunden wurden erweitert. Erstmal. Oh Gott. Du bist das Monsterbonbon. 10 HP geheilt. Treten wir Mensch. Oh Gott. So, nicht bewegen. Nein. Meine Fresse. So. Oh, okay. Ich kann sie verschonen. Gewonnen. Du bekommst 0 XP und 40 Gold. Die Hunde können andere Hunde streicheln. Das ist eine völlig neue Welt. Danke, komisches Hündchen. Ich dachte, weil die so düster aussehen, hätte ich, dass ich die flüstern kann. Verwandelt jedes X an ein O. Drücke dann den Schalter. Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger, ist noch etwas für mich übrig? Was erzählst du, Papyrus, über seine Spaghetti? Ist noch übrig. Wirklich? Wowie. Du konntest dem Geschmack meiner Pasta widerstehen, nur um sie mit mir teilen zu können. Quäle dich nicht. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir alle Pasta kochen, die du möchtest. Ja. Okay. Ja, okay. Ich glaube, egal was man erzählt, es nimmt als Kompliment auf. Mein Bruder hat angefangen, Socken zu sammeln. Wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er ohne einen coolen Typen wie mich machen würde. Okay. Mensch. Wie sage ich das nur? Du hast dir viel Zeit gelassen, also habe ich das Rätsel ein bisschen aufgepeppt. Nachdem ich den Schnee nach meinem Gesicht gestaltete. Unglücklicherweise ist der Schnee festgefroren. Jetzt ist die Lösung eine andere. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich damit sagen will, ist... Keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde das Rätsel lösen. Dann können wir beide weitermachen. In der Zwischenzeit versucht das Rätsel selbst zu lösen. Ich werde die Antwort nicht verraten. Wann ist jedes... Oh, drücke dann den Schalter. Ich glaube, man muss so hier unten anfangen. Ist so... Ja, so hätte man es. Naja. Ah, okay, man muss resetten dann, okay. Dann fangen wir doch einfach mal. Mann! Ach Gott! Okay, kein Steuerkreuz, kein Dings muss man benutzen. So, ach, so ist es schon wesentlich einfacher. Boah, tut sehr weh. Wowie! Nur wow, okay. Du hast es gelöst! Und das Ganze ohne meine Hilfe. Unglaublich! Ich bin beeindruckt. Wir müssen das Rätsel... Die müssten Rätsel so viel bedeuten wie mir. Ich bin mir sicher, das nächste Rätsel wird dir gefallen. Es ist vielleicht sogar zu einfach für dich. okay. Inwiefern zu einfach? Oh, hallo, Sans. Gute Arbeit. Du hast es echt schnell geschafft. Und du hast nicht einmal meine Hilfe gebraucht. Das ist super. Ich mag es nämlich möglichst nichts zu tun. Ja, ich... Naja, ab und zu. Oh. Hey, es ist der Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von dem großen Dr. Elphys erschaffen. Siehst du diese Felder? Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Felder sind unpassierbar. Du kannst sie nicht betreten. Gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orangene Felder lassen dich nach Orangen riechen. Du wirst danach köstlich riechen. Blaue Felder sind Wasserfelder. Schwimmen wir, wenn du willst. Doch, wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn ein blaues Feld neben einem gelben Feld ist, bekommst du auch einen Stromschlag. Violette Felder sind glitschig. Du schlitterst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen. Das mögen die Piranhas nicht. Violett und Blau sind in Ordnung. Pinke Felder machen gar nichts. Betrete sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Natürlich, ja. Großartig, eine Sache gibt es noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlege, entsteht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal ich werde die Lösung kennen. Los geht's. Wahrscheinlich einfach nur ein Weg dadurch, ne? Na?
weiter. Ihr könnt einfach die Scheiße nochmal betätigen. Die Spaghetti von vorhin, das war keine schlechte Leistung von meinem Bruder. Seitdem er Unterricht im Kochen nimmt, wird er wirklich besser. Wenn er so weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares herauskommen. Die Maschine funktioniert nicht. Achso, nur einmal? Okay, alles klar. Hallo Hund? Dieser Hund starrt den Schnee an, in der Hoffnung, ihn in Kunst zu verwandeln. Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Spitzen. Was? Okay. Vorsicht vor dem Hund. Bitte Hund streicheln. Würde ich aber. Kann ich nicht. Okay. Rief mal kurz um mit. Dieser Hund sieht sich als Künstler, aber weiß nicht, was er schaffen soll. Es hilft wohl nicht, dass sein Gehirn so groß ist wie ein kleiner Kauknochen. Sieht mir aus wie ein Hirsch oder ein Reh oder irgendwie sowas, aber okay. Der Gedanke, dass der Hund niemals aufgibt, den perfekten Schneehund zu bauen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern. So wird schon wieder läuft. Alter, okay. Übrigens an dieser Stelle, gestern, wenn die Folge rauskommt, hat Dustin Harbess Geburtstag und ich möchte ihn persönlich einfach jetzt hier über Video kontrollieren. Gratulieren, ich hab's ihm gesagt. Ich hätte es beinahe vergessen, es tut mir leid. Ihr habt mich gerade noch so erinnert. Alles Gute von mir. Ja. Also, falls jemand den nächsten Geburtstag hat und einfach mal gegrüßt werden möchte, warum nicht? Ich kann's. Was ist hier unten? Hallo, Papyrus. Ein Schneepapyrus. Es ist ein Schneeklumpen mit dem Wort Sans in roter Schrift. Wow. Interessant. Okay. Mal durchrutschen. Einmal hoch. So, dann hier rüber. Oh Gott, das Geräusch, das tut schon weh. Zack, 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 zack. Cool. Beim ersten Mal. Ich will gar nicht wissen, wo es hier runter geht. Jetzt haben wir es halt wieder auf dem Kopf. Jetzt ein Haus. Was kriegen wir als nächstes? Ja, mal gucken. Ein Hut oder ein Haus? Alles klar. Okay. Cool. Schön. Schönes Detail. Bescheuert, aber trotzdem cool. So. Oh, hallo Sans. Was geht ab? Komische Augen. Warum war der jetzt gerade links? Was Giftrott stellt sich dir gegenüber? Analyse erstmal. Attacke 16 und Defensive 8. Einige Kinder haben ihn für einen Scherz dekoriert. Ich will nicht noch mehr. Okay, wahrscheinlich ein. Gott! Dein Angriff doch nicht schnell. Okay, dann abschmücken. Du entfernst den Karton mit nicht tongerechten Rosinen. Das ist etwas besser. Gott, Gott, Gott. Okay, nochmal abschmücken. Du entfernst das Stacheldrahtband mit Pfeifenreinigern. Das ist etwas besser. Ja, aber warum greifst du mich da an? Ja, hallo, ich helfe dir doch nur. So, nochmal abschmücken. Du entfernst ein bodenförmiges Lesezeichen, das ein Jugendlicher dort platziert hat. Eine Last schwindet. Deine Probleme sind verschwunden. Okay, tschüss. Du bekommst 20 Gold. Hallo, Hans. Sag mal. Was? Was soll ich sagen? Was ist das hier? Es ist eine Tür. Okay. Das Zeichen habe ich schon mal gesehen. Ist das nicht von Toriel? War das nicht bei Toriels Haus irgendwie so zu sehen? Kann mich so irgendwie gleich daran erinnern. Ha. Huh. Sag mal, okay. Ja, okay. Mit dem nichts. Ist echt hier, da und da. Du trainierst wohl wirklich gerne. Sagt jetzt immer unterschiedlich was? Sag mal, okay.
Giftrotte hat sich auch noch wieder abschmücken. Du fährst den gestreiften Stock mit der Aufschrift, ich brauche einen Stock zum Laufen. Okay. Ah. Gott, es wird... Ja, nicht ungerecht. Okay. Ach Gott, das war doof. Ah, das war nochmal doof. Ich brauche was zu essen. So, und tschüss. Mach's gut. Ich habe nur das. Ich bräuchte vielleicht die Kiste oder so, aber. Ich hab nichts mehr außer den Schneemantel. Was für eine kleine Hundehütte. Wuff. Das ist sehr. Ich hätte vielleicht mehr Ice Cream kaufen sollen, als ich hätte es machen können. Ich weiß ganz genau, wie das ausgeht. Das ist so klar. Es ist der große Hund. Tat. Ignorieren. Großer Hund kommt näher. Fleck mich doch am Arsch. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Hiski, bleib entschlossen. Danke, Sam. Soll ich das alles nochmal machen? Ich war ja nicht stimmt hier. So, jetzt haben wir aber mehr Leben. Das habe ich nicht. Diesen Giftrott oder so gekämpft. Das war ja, wird nur rechts nachlaufen. Okay. Wuff, wuff. Miau. Ja, ja, großer Hund. So, Norin hat anscheinend geholfen. Großhund, kommt näher. Ist aber auch unfair, dass es die Farbe gewechselt hat. Möchte nur Zuneigung. Nein. Großhund, kommt näher. Puh, das war knapp. Großhund, möchte nur Zuneigung. Nein. Großhund, kommt näher. Von der Musik ändert sich auch dementsprechend, ne? Großhund macht große, coole Augen. Zu wenig spielen? Großer Hund ist nicht aufgeregt genug, um zu spielen. Okay. Okay, noch mal ignorieren. Großer Hund denkt, du bist ein Langweiler. Gewonnen. Okay. Ah. Wahrscheinlich hätte ich noch irgendwas anderes machen müssen. Was ist das für eine Brücke? Hallo? Mensch, das ist die letzte und gefährlichste Herausforderung. Sieh her, der Spießrutenlauf des Schreckens. Okay. Wenn ich das Wort gebe, wird er aktiviert werden. Kanonenfeuer, Stacheln, Schwerter. Jeder Teil wird hoch und runter schwingen. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Ich werde es jetzt aktivieren. Das sieht mir nicht besonders aktiviert aus. Naja, diese Herausforderung, es scheint, vielleicht macht das unseren Sieg zu schnell. Genau, wir sollten es nicht nutzen. Ich bin ein Skelett mit Prinzipien. Meine Rätsel müssen fair bleiben und meine Fallen sind mit Expertise erstellt. Aber diese Methode ist so direkt, das hat keinen Stil. Hinfort damit. Puh. Was starrst du mich so an? Das war erneut ein bedeutender Sieg für Papyrus. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, blaue Angriffe zu verstehen. Ja, ich hab's ja schon verstanden. Ich weiß, wie das geht. Hallo Blume? Okay, kann man nicht anschauen. Willkommen, Snowden. Willkommen in der Stadt Snowden. Alles klar. Laden. Oh, speichern. Oh, dankeschön. Der Anblick einer so netten Stadt erfüllt dich mit Entschlossenheit. Sichern. Aber ich würde sagen, die Stadt erkunden wir dann im nächsten Part. Der ist für heute ist erstmal genug. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Undertale-Folge. Bis dann. Ciao.